Deutschland trifft im EM-Halbfinale auf Frankreich. Für wie stark halten die Darmstädter die französische Mannschaft? Also ich denke, dass die Franzosen eine ziemlich starke Offensive haben mit Griezmann und Giroud im Sturm. Aber ich denke, dass die Deutschen auf jeden Fall die Defensive knacken können, weil ich finde, dass da ziemlich ältere schon sind, die nicht mehr so spritzig sind. Und dass wir da mit Jungen wie Traxler oder Götze auf jeden Fall durchkommen können. Gut, sie sind halt spielen zu Hause, das heißt, sie sind recht heimstark. Es wird schwierig. Stärken haben sie natürlich im Sturm. Abwehr ist auch nicht schlecht, aber ich denke mal, wenn wir so kompakt stehen wie die ganze Vorrunde, müssten wir es packen. Also die Franzosen sind sehr stark im Moment und ich als Deutscher und als Deutschland-Fan bin natürlich für Deutschland und hoffe auch, dass mit der Abwehrstärke alles rund läuft hinten. Und ja, Frankreich hat ein starkes Mittelfeld, einen starken Angriff und ich hoffe einfach, dass dann funktioniert mit der Verteidigung und alles. Und ja, viele Verletzungen, das ist natürlich kritisch mit Khedira und Gomez, so, aber ich bin zuversichtlich, dass Deutschland gewinnt. Ich schätze Frankreich stark ein, gerade Griezmann, Pogba, Payet. Das sind auf jeden Fall Leute, die fußballerisch Technik haben und fußballerisch was drauf. Ich denke, eine gute Defensive, hinten die Null muss stehen und dann vielleicht ein frühes oder spätes Tor und dann wird es so 1-0 für Deutschland ausgehen, ist mein Tipp. Frankreich ist ein starker Gegner, aber die deutsche Nationalmannschaft schafft es schon. Wir machen die Abwehr dicht. Franzosen mit Pogba im zentralen Mittelfeld, guter Spielmacher. Aber die haben keinen guten Stürmer, der die Dinger reinmacht. Gestern gegen Island ist 5-2. Glück, sagen wir es mal so. Wir Deutschen gewinnen.